So, neue Käffchen am Start. Dann schauen wir mal. Okay, wir können jetzt bestimmt die ganzen Dinger hier... hört ihr mich? Hört ihr mich? Hört ihr mich? Ihr hört mich, sehr gut. Oder? Ja. Jetzt können wir bestimmt die ganzen Dinger hier mal wegbratzeln. Guti, guti, gut. Wo gehen wir denn zuerst hin? Dann gehen wir doch mal hier hin. Na super. Aha, das geht. Ja, man kann diese ganzen Insektenkörbe also... Braucht aber ganz schön viel, ne? Ist er noch nicht platt? Ach, der ist noch nicht platt. Jetzt. Ah. Was? Okay. Kann ich denn jetzt hier mit dem Brennstoff... Ne, kann ich nicht. Sonst war hier nichts, ne? Wir sind jetzt einmal rum. Ach doch, hier war noch einer, da. Und alle. Hier flog aber noch was. Ist er platt? Der ist noch nicht platt. Jetzt ist er platt. Machen wir das ganze Gefieß mal weg. Mist, verdammter. Was haben wir hier? Ein Kraut und Maden. Sonst nix. Na gut. Und hier geht's. Erwischt. Wo ich nichts gesehen habe, erwischt. Haha. Hier sind wir wieder da. Also da sind wir wieder hier. Jetzt kann ich doch hier auch mal... War hier nicht die Schublade? Da sind die Spinnen. Einmal mit dem Dietrich, bitte. Erste Hilfe. Na super. Wir haben keinen Brennstoff mehr. Wo kommen die denn jetzt her? Hä? Na ganz toll, da müssen wir auch hin, ne? Sind die jetzt hier drin? Ne, die sind da hinten. Toll. Super. Ganz grandios. Na geil. Ich bin schon wieder verwundet. Läuft nicht so rund. Habe ich da irgendwas übersehen oder was? Nö, die sind einfach wieder da. Ich kriege mal hier rein jetzt. Warum? Warum sind die wieder da? Wir haben noch die Nester. Was war das? Ah. Eine antike Münze. Na gut. Es wurde ja gesagt, sie ist oben.
Ethan? Oh. Mia. Ethan. Erzähl kein Mist mehr, Mia. Ich will antworten. Ich weiß. Ich weiß. Du hast recht. Und ich wollte es dir ja sagen. Aber ich kann mich nur an wenig erinnern und der Rest ist einfach weg. Daddy, stimmt's? Was dagegen, wenn ich mir Mami kurz ausleihe? Steh da nicht nur so rum. Tu etwas! Ethan, hilf mir! Verdammt. Was? Warum sagt er denn, wir sollen was tun, wenn er sie entführt? Ist das eine Falle? Ethan, mach die Taschenlampe an. Bitte mach doch mal die Taschenlampe an. Ach, X war schnell umdrehen. V, genau. Ich suche noch immer krampfhaft irgendwie eine Taste für die Taschenlampe. Aber gibt es nicht. Macht er nur in bestimmten Bereichen an. Na super, wir haben die Statue auf jeden Fall. Jetzt muss ich da aber wieder hier an den Viechern vorbei, ne? Es wird gespeichert. Warum wird jetzt hier gespeichert? Die Statue war... Warte mal, die war da in der Galerie. Aua, aua, aua. Alter, lass das. Hör auf, mich mit Spinnen zu beschmeißen. Ich glaube, die spinnt. Da bist du. Na, toll. Scheint haben wir jetzt Margaret an der Backe. Flinte, Pistole. Die Galerie ist auf jeden Fall dort. Ich heile mich mal. Wir haben immer noch zwei, das ist nicht schlecht. Margaret scheint da in dem Raum zu sein. Ich hab dir gesagt, du sollst hier raus. Die gehört dir. Was denn jetzt? Okay, du mieses Stück Scheiße. Ich hab genug von dir. Kommt die? Ich bin kein mieses Stück Scheiße. Frechheit. Die schmeißt auf jeden Fall mit Viehgedöns. Viechzeugs. Anscheinend kommt sie nicht. Sehr gut. Dann können wir doch mal kurz hier in unser Safe-Häuschen gehen und einen Speicherstand anlegen. Blick in die Truhe, ob ich irgendwas ummodeln kann. Wir haben hier noch einmal verbesserte Pistolenmuni. Achso, die habe ich da. War die noch am Labern gerade? So sieht das eigentlich ganz gut aus. Ne, die antike Münze, die kann ich auf jeden Fall loswerden. Und das mal hier hochschieben. Und das Kraut würde ich auch hier lassen. Wir haben zweimal Arznei, das ist eigentlich ganz gut. So, einmal speichern bitte. So. Guti. Klingt immer noch so, als wäre die
hier im Raum. Hashtag Schlürf. Schlürf. Aber die ist anscheinend nicht in der Lage, eine Tür aufzumachen. Das ist schon mal gut. So, wir müssen jetzt wieder die Spinne hier, wie im Mia-Rätsel. Vielleicht so rum? Ah. Und zack. Da geht die Luke auf, da geht die Luke auf. Achso. Kurz orientieren, das sah gerade so aus, als hätten wir doch die Taschenlampe an. Jetzt hat er die Taschenlampe an. Na, kommt jetzt. I. Mist, 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 Mist! Schnell, 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 schnell. Ah, Scheiße! Tausendfüßer. Die werden ja auch oft Tausendfüßler genannt, aber das ist ja falsch. Ne? Das sind ja Füßer. Tausendfüßer. Dann lernt ihr sogar noch was hier im Let's Play. Wie ich denn jetzt? Was hast du denn jetzt hier gemacht? Hast du die Taschenlampe jetzt angemacht oder ausgemacht? Ist mir egal, ich sehe was. Das reicht mir eigentlich. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite hier von dem. Von diesem. Ist ja nicht passiert. Das sieht mir aus, als bräuchten wir eine Kurbel. Für was? Was macht es? Wir werden es wahrscheinlich noch rausfinden. Da geht's unten rein. Und da kommen. Achso, wir brauchen hier oben noch einen Schlüssel. Guck mal. Was steht denn hier? Zoe, du hast schon wieder versucht, dich zum ersten Stock zu schleichen, nicht? Hast du gedacht, ich würde das nicht merken? Selbst nach dem, was mit Evelyn passiert ist, hörst du nicht auf, von irgendeiner seltsamen Medizin zu sprechen. Und was planst du mit meinem Altar anzustellen? Du lässt besser deine dreckigen Finger davon. Niemand berührt meinen heiligen Altar. Denkst du, dein Vater und ich sind Dummköpfe? Du armseliges, verwöhntes Kind. Ich wünschte, du wärst nie geboren worden. Unausstehlich, armselig, aber immer so herabschauend auf uns und versuchst, dein Zuhause zu verlassen. Nach allem, was wir für dich getan haben. Armselig, armselig, armselig. Wenn du meinen Vater auch nur anfasst, schneide ich dir die Brust ab und serviere sie als Steak. Okay, wer hat das geschrieben? Ist das der Bruder? Wie hieß der? Ich weiß den Namen nicht. Also den wir eben gesehen haben, der Mia entführt hat. Wieder mal. Mia steht auf der Entführungsliste auf Platz 1 hier in diesem Haus, würde ich mal behaupten. Evelyn scheint noch eine kleine, noch eine Tochter gewesen zu sein. Oder ist Zoe gar nicht die Tochter? Sondern Evelyn war die Tochter. War Evelyn die Tochter und Zoe ist irgendwie so ein Ersatz, anderes Mädchen? Oder hatten die zwei Töchter und einen Sohn? Was planst du mit meinem Altar anzustellen? Niemand berührt meinen heiligen Altar. Denkst du, dein Vater und ich? Das ist dann wahrscheinlich doch Margaret, ne? Flüssige Chemikalie, sehr gut. Können wir denn jetzt, wir können jetzt wieder Brennstoff herstellen. Mach ich mal. Füllen wir den mal nach, nur für alle Fälle, dass wir's, also wenn wir es brauchen. Aber hier kommen wir ja nicht rein. Ne. Gut, da müssen wir wahrscheinlich doch unten durch. Das heißt wahrscheinlich, wir müssen unten durch, es bleibt kein anderer Weg. Hier lang. Hüpf. Hier ist wieder der Rasenmäher. Wie viele Rasenmäher haben die denn unterm Haus? Die haben ja einen Rasenmäher-Fachhandel unterm Haus. Den hauen wir auch noch mit weg. Ah. Kurbel.
Die nehmen wir mit. Wie viel Platz nimmt die weg? Eins. Okay. Die Riesenkurbel nimmt einen Platz, einen Inventarplatz weg, aber die Waffen zwei. Naja. Flüssig-Chemikal. Stahlkartons. Und sonst... Hey Bro, feel fresh. Zumindest waschen sie oder haben mal gewaschen.